Pour découvrir les banques, il suffit de quitter ce circuit principal durant quelques instants. Tournez à gauche et franchir la petite passerelle qui enjambe le ruisseau appelé le Bruit des banques, situé à une cinquantaine de mètres. L'appellation de banque pourrait Die Bezeichnung Banken könnte auf das Vorhandensein von großen Sandbänken in der Mündungszone zurückzuführen sein. Das sind keine Schutzdeiche, sondern Geröllansammlungen, die sich infolge der Salzaufbereitung der Salinen aufgetürmt haben. Etwa 400 Meter weiter treffen wir auf eine Landzunge, die eine kleine Schlucht bildet. Dies ist die Anhöhe der Banken. Von diesem Punkt sehen wir weiter unten das Grasland, das früher ein Sumpfgebiet war. Weiter entfernt können wir die D514 von Salenelle nach Franceville erspähen, sowie den Wald von Franceville und am Horizont Ustriam, wo die Fähre anlegt, die man sieht, sobald sie am Quai ist. Die Anhöhe der Banken ist von dichtem Dickicht bedeckt, in dem sich Wildschweine und Füchse zurückziehen. Dort wirft die Bache, das Wildschweinweibchen, seine Frischlinge in einer Art Nest aus trockenen Gräsern, das man den Wurfkessel nennt. Der Fuchs, den man auch Reinicke nennt, geht hier auf die Pirsch. In der oberen Vegetation finden zahlreiche Singvögel und andere Vögel Nahrung und Schutz. Spatzen, Buchfinken, Gimpel, Grünfinken, Distelfinken und Waldtauben, Grünspechte und so weiter und so weiter.